Wenn ich Ihnen ein Zauberwerkzeug schildern könnte, mit dem Sie ganz sicher mit über 80% aller Kundenpartien in ein Gespräch kommen, wären Sie daran interessiert. Ich habe Ihnen eins mitgebracht, die Kontaktskizze. Eine Kontaktskizze hat nichts mit einer Planungsskizze zu tun, sondern sie sorgt genau für das, was der Name schon sagt, für einen persönlichen Kontakt. Was ist die Situation? Der Kunde hat zugegeben, naja, ich will ein Sofa, vielleicht hat er es noch nicht mal. Wenn man ihn jetzt aber fragt, wie soll das Sofa denn aussehen, wie soll es beschaffen sein, sagen 8 von 10 Leuten, ja, ich weiß noch nicht, ich will erst mal schauen und wenn ich dann das Richtige gefunden habe, dann reden wir drüber. Das ist aber für uns, die wir überwiegend im mittelständischen oder kleinen Möbelhandel arbeiten, total ungünstig, denn auf der Großfläche sieht er wesentlich mehr. Das heißt, wir wollen den nicht einfach durchlaufen lassen, bis er zufällig das Richtige gefunden hat, sondern wir wollen unseren Job machen und das ist gezielte Beratung. So, wenn wir fragen, wie soll es denn aussehen, dann sagen die Kunden wahrheitsgemäß, ich weiß es nicht, ich muss erst mal schauen. Der kann diese Frage nicht beantworten. Steve Jobs hat gesagt, es ist nicht die Aufgabe des Kunden zu wissen, was sie haben wollen. Und diese Kunden wissen das nicht. Übrigens die 2 von 10, die sagen, ja, ich suche ein Sofa, Timola 1902, so und so, Ledergruppe sowieso, mundgekautes Nappa-Leder. Woher wissen die das alles? Weil die schon vorbedient sind, das heißt, das sind nicht unbedingt die einfachsten Kunden. Was machen wir also? Wir fragen die nach ihrem Ist-Zustand und nicht danach, wie das aussehen soll. Und darüber, wie zurzeit die Einrichtung ist und wie das Sofa ist und wie der Raum beschaffen ist, kann jeder reden, 100%. Die Art, wie wir das machen, ist, wir brauchen dazu einen Notizblock, den wir dabei haben, wenn wir zum Kunden gehen. Wir krakeln ein Rechteck aufs Blatt Papier und übergeben das und sagen, nur damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt, seien Sie nett, zeichnen Sie mir hier die Lage der Türen und Fenster ein. Und dann drücken wir ihm das einfach in die Hand, Stift und Block. Da greift der Greifreflex. Der Greifreflex ist ganz tief drin, wenn uns was in die Hand gegeben wird, dann greifen wir zu. Das lernen Babys schon mit irgendwie wenigen Wochen und das verliert sich auch nicht wieder. Die Leute, zu über 90% nehmen die das erstmal an, wenn man es ihnen wirklich klar in die Hand gibt. So, als nächstes fangen die an, da drin rumzukrickeln oder sagen, oh, das ist aber schwierig. Was wir damit gemacht haben, ist, wir haben die aus einer Situation, in der sie sich relativ unwohl fühlen, nämlich in einem Möbelhaus von einem Verkäufer, der bestimmten Plan hat und der an mein Geld ran will, haben wir sie in eine Situation versetzt, in der sie sich auskennen und der sich wohlfühlen, nämlich ihr Zuhause. Und da kennen die sich aus. Und der Kunde ist der Bescheid weiß und wir sind die Fragen stellen müssen und das ganz genau verstehen müssen. Das heißt, der Kunde wertet sich psychologisch auf und wir sind die seine Hilfe brauchen. Also sagen, helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das alles hinkommt. Seien Sie nett, zeichnen Sie die Lage der Türen und Fenster ein. In dem Moment, wo die da anfangen zu krickeln, können wir ihn sehr einfach zum sich setzen kriegen, indem wir sagen, lieber Kunde, es wird einfacher, wenn Sie sich setzen, kommen Sie hier. Muss man natürlich ein bisschen geplant haben, dass da was ist. Der Kunde setzt sich und fängt an, da was einzuzeichnen. Wir fragen permanent dazwischen, was haben Sie da für einen Bodenbelag, in welche Richtung gehen die Türen auf und die Fenster, wann scheint die Sonne durch Ihr Fenster. All das dient nur dazu, den Kunden zu Hause zu halten. Denn jedes Mal, wenn wir ihm wieder eine Frage stellen, muss er nach Hause gehen, um zu gucken und uns diese Frage zu beantworten. So kommen wir immer weiter in seine Privatsphäre rein und können auch fragen, wer wohnt da sonst noch, was machen Sie beruflich. Es geht nicht darum, in dem Moment da ein neues Sofa reinzuplanen, sondern wirklich nur darum, den Kunden daran zu gewöhnen, dass wir Fragen stellen und er Fragen beantwortet und das Ganze zu seinem Wohl. Denn nur wenn wir genau wissen, wie jetzt sein Leben aussieht, womit er zufrieden ist und was er anders haben will, können wir nachher ihn beraten dabei, wie er eine schönere Lösung gestalten kann. Also die Kontaktskizze ist einfach nur eine Krakelskizze, die dazu dient, den Kunden zu öffnen. Wir nennen die auch Emma, erzähl mir mal alles. Und darum geht es dabei. Es geht nicht darum, ist an der Wand genug Platz für ein Sofa. Es ist ein absolutes Zauberwerkzeug. Über 80% der Leute fangen an zu erzählen und man kann über Fragen einsteigen. Selbst wenn die erst in einem Jahr kaufen, hat man schon ein starkes Band zu denen aufgebaut. Relativ früh dann im Spiel fragt man nach dem Namen. Und zwar, ich mache das immer so, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Thomas Witt. Danach gucke ich die erwartungsvoll an. Wenn die dann nichts sagen, dann frage ich noch einmal nach, und wie darf ich Sie ansprechen, Herr? Und dann sagen die meistens schon Müller. So, dann haben wir den Namen. Bevor es ans wahre Zeigen geht, würde ich noch schnell nach der Telefonnummer fragen und sagen, Mensch, falls ich Sie später mal erreichen will, wie ist Ihre Mobilnummer? Zack, 01. Und erst dann geht es ans wahre Zeigen. Der Riesentrick ist, vor dem wahre Zeigen genau zu wissen, wie die Situation des Kunden aussieht, die Ist-Situation, genau sich überlegt zu haben, welche Modelle ich zeigen will. Und dann die Telefonnummer und den Namen des Kunden zu haben, bevor es ans wahre Zeigen geht. Das heißt, falls der Kunde dann nochmal rausgeht und überlegen will, dass wir wenigstens hinterher telefonieren können. Dazu ist die Kontaktskizze da. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, kontaktieren Sie mich gerne.